Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer Folge realer Irrsinn im React. Und wir gucken uns das Ganze an und das Thema ist brandheiß. Richtig wichtig in unserer stark internetverbundenen deutschen Landen, die wir hier haben. Wir sind ja auf dem Hoch dessen, was die Technik hergibt. Entschuldigung, der Spaß musste sein. Hier geht es jetzt um Gablingen und da soll der Glasfaserausbau vorangetrieben werden. Ja, und welcher? Der doppelte. Ja, da streiten sich zwei Firmen, denke ich mal, darum, wer den Glasfaserausbau machen darf. Und anstatt sich zu einigen, machen sie es beide. Kennen wir ja auch aus anderen Städten. Aber schauen wir mal, ob ich mit meiner Theorie recht habe oder ob da ein anderer Irrsinn dahinter steckt. Schnelles Internet auf dem Dorf. Hier in Gablingen bei Augsburg hat die Zukunft schon begonnen. Ja, das ist unser Glasfaseranschluss. Gebaut hat ihn die Deutsche Glasfaser. Die hat hier die Straßen aufgerissen, ein Glasfaserkabel reingelegt und alles wieder zugemacht. Ein ganz schöner Aufwand, der sich aber lohnt. Ja, und jetzt kommt da noch ein zweites Unternehmen. Also entweder ist das ein rosa Riese oder eine weiße Träne, würde ich sagen, in einem blauen Kreis. Und die machen das Ganze wieder auf und machen nochmal Glasfaser. Und dann haben die Leute die Wahl zwischen zwei Glasfaseranschlüssen, die direkt bis zu ihrem Haus gehen. Und andere schauen in die Röhre. Also hier bei uns ist schon seit längerem angeblich Glasfaserausbau, aber wo wirklich merken davon, tue ich nichts, zumindest nicht bei der einen der beiden Firmen. Die andere ist ja mein Anbieter. Denn die Deutsche Telekom wollte die Gablinger erst 2025 ans schnelle Netz anschließen. Die Deutsche Glasfaser war schneller mit ihrem schnellen Netz und fängt damit die Kunden ein. Hab ich doch gesagt. Es ist einer von den beiden Großen. Ja, so kann's gehen. Da war die Telekom wieder mal zu langsam. Wir sind noch Telekom-Kunden. Wir wären auch bei Telekom geblieben, wenn sie uns einen Glasfaseranschluss angeboten hätten. Nachdem die Telekom gesagt hat, es wird erstmal nicht ausgebaut in Gablingen, war für uns die Entscheidung klar, dass wir zur Deutschen Glasfaser wechseln. Gesagt. So, jetzt ist allerdings mal, würde mich jetzt mal eins interessieren. Das waren jetzt ja zwei Personen, die dort wohnen. Wer von euch beiden braucht denn diesen Ausbau, also diese Menge an Daten wirklich? Ich sag mal so, ich nutze von unserem, oder auch mein Mann nutzen von unserem Anschluss eine ganze Menge, aber trotzdem leisten wir den nicht aus. Definitiv nicht. Und eigentlich bräuchten wir nicht. Wir könnten auch einen kleineren nehmen. Ich habe den größten genommen, weil er auch günstiger ist als der nächst kleinere. Dauerhaft. Das hat halt einfach damit zu tun, dass ich das im Angebotsding gekauft habe. Und deswegen ist das ganz praktisch. Aber ich muss mal dazu sagen, die meisten brauchen nicht mal das. Gut, wenn jemand so wie eine Freundin von mir, die ist, läuft, tickert da noch mit dem 16 Megabit Anschluss durch die Gegend. Da wäre es mal gut, wenn da mal ausgebaut werden würde. Aber, und das mit der Großstadt wohlgemerkt, aber die meisten kommen mit einem 20.000, 25.000 Anschluss locker hin, den können sie nicht mal ansatzweise ausreizen. Akt getan, als die Kunden zu wechseln beginnen, die frohe Nachricht, die Zukunft kommt nochmal aufs Dorf. Es wird nicht bei einem Glasfaserkabel bleiben. Tatsächlich kommt vielleicht doch noch ein zweites dazu. Und zwar von der Telekom, die nun plötzlich auch schnelles Netz aufbauen will. Da ein Schelm, wer Böses denkt, warum die Telekom jetzt ganz schnell macht und das aufbaut. Also Respekt, ja, Respekt. Können sich die Gablinger aber glücklich schätzen. Ich finde es ja überhaupt nicht glücklich, weil ich finde, dass wahnsinnige Ressourcen verschwendet werden. Nur weil zwei Firmen sich uneinig sind, wer denn jetzt so das Sagen hat. Ich sag mal so, würden die deutschen Kommunikationsunternehmen es so machen, wie das in einigen anderen Ländern dieser Welt läuft, dann hätten wir hier nicht Preise, die astronomisch sind, sondern wir hätten hier humane Preise mit einer deutlich vergrößerten Nutzbarkeit.
dass das funktioniert, haben sie ja jetzt bewiesen. Denn jetzt kann man im Mobilfunk, egal bei welchem Anbieter man ist, entsprechend immer das schnellste Netz des Anbieters, das vor Ort verfügbaren Anbieters hat. Ist egal, ob man bei der Telekom, bei Vodafone oder bei O2 ist. Die drei haben sich zusammengepackt und haben gesagt, okay, jeder, der bei Telekom, Vodafone und O2 ist, darf vom anderen auch die Sendemasten benutzen für seine eigenen Netze. Das finde ich ist gut, das ist Zusammenarbeit. Macht das doch bitte auch mal beim Glasfaser und so, dann kriegen wir hier in Deutschland vielleicht endlich mal ordentliches Netz hin und müssen nicht schon Hörbücher zu Hause vorladen, die wir dann unterwegs hören wollen. Im Kabel der deutschen Glasfaser kommt eins von der Deutschen Telekom hinzu. Natürlich erst, nachdem die deutsche Glasfaser alles aufgerissen, Kabel reingelegt und alles wieder zugemacht hat. Die Telekom reißt dann nochmal alles auf, legt ihr Kabel rein und macht wieder alles zu. Zwingend logisch, sagt die Telekom. Ja. Für uns war es in diesem Fall viel lukrativer und wirtschaftlicher, ein eigenes Netz zu bauen. Und insofern ist es eine ganz einfache wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Entscheidung. Liebe Deutsche Telekom, frag jetzt mal so, ist es deswegen auch so, dass ihr für den letzten Kilometer bei anderen Anbietern, denen ihr euer Netz zur Verfügung stellt, so horrend hohe Summen verlangt, dass die auch nicht günstig anbieten können, weil es ja respektabler ist, ein eigenes Netz aufzubauen und auf einem Monopol zu pochen, das man gar nicht mehr hat, weil man gar keine staatliche Firma mehr im vollen Umfang ist. Nee, kommt ihr erstmal von eurem hohen Ross runter, dann können wir gerne weiterreden. So geht Wettbewerb. Beide Firmen bauen auf eigene Kosten ein eigenes Netz. Wir bauen ein offenes Accessnetz. Also das heißt, jeder andere kann dieses Glasfasernetz mitbenutzen. Will die Telekom aber nicht, denn doppelt hält besser. Nee, bei der Telekom, dann können sie sagen, das ist unser Netz. Das ist viel besser als das von der Konkurrenz. Und da sind ja auch nur wir drauf. Und deswegen können wir statt 22,95 Euro 49,95 Euro verlangen. Kindergarten, es ist ein reiner Kindergarten, was hier veranstaltet wird. Wie soll das in Zukunft aussehen? Die nächste Gemeinde hat dann 3, 4, 6, 7 Glasfaser im Haus drin liegen? Wow. Ja, warum nicht? Der Wettbewerb, wer das schönste Glasfasernetz baut, darf nun mal nicht auf der Strecke bleiben, sagt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Eine Beschränkung des ausbaufördernden Wettbewerbs wäre weder volkswirtschaftlich effizient noch wünschenswert. Das ist wieder mal Politikerdenken. Da kommt der normalsterbliche Mensch nicht mit und deswegen fange ich gar nicht erst an, drüber nachzudenken. Genau. Effizient und wünschenswert ist der doppelte Ausbau. Was schon da ist, wird nochmal um dasselbe ergänzt. Das ist die Zukunft. Ja, das ist wirklich typisch deutscher realer Irrsinn, weil sowas kann es nur in Deutschland geben. In keinem anderen Land der Welt ist das so. Da arbeiten die Firmen Hand in Hand und zumindest was bei solchen Sachen angeht, vielleicht noch ein anderes Land, das über den großen Teich ist, da könnte es vielleicht auch noch so sein. Aber ich glaube, selbst da ist das nicht so. Selbst da arbeiten die Firmen nicht gegeneinander in diesem Punkt, was den Ausbau angeht. Es ist auch, denke ich mal, viel einfacher. Gerade die Deutsche Glasfaser hat es ja gesagt, ihr könnt unser Netz mitbenutzen. Was ist da dran bitte so schlimm? Gerade bei Glasfaser gibt es gar keine Beschränkungen, was das angeht. Also, ja. Aber das ist halt Telekom. Die Telekom will halt immer noch denkt halt immer noch, sie hat das alleinige Recht für sowas und deswegen darf sie das machen, wie sie möchte. Und der Rest muss in die Röhre gucken, beziehungsweise soll selber bauen und so weiter. Und deswegen werden die deutschen Nutzer von Internet und Mobilfunk noch in 20 Jahren von allen anderen im Umfeld, selbst im europäischen Umfeld, ausgelacht werden, weil wir einfach dumm sind. Genau. Ich bin auch dumm, ich habe gerade meinen Verlag verlängert. Gut, okay. Aber wie immer, wenn euch das Ganze gefallen hat, Däumchen nach oben wäre schön, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Ein Abo bitte dalassen, wäre sehr nett. Wie gesagt, immer noch sehr, sehr viele auf diesem Kanal, die gucken, sind noch keine Abonnenten. Und abonnieren, ihr wisst es, abonnieren macht schön und schlau. Genau. Und bringt Spaß ins Leben.
Und einen Kommentar, wenn ihr wollt, dürft ihr auch da lassen. Unten in der Kommentarsektion, wenn es Anregungen, Ideen, Wünschenswertes gibt und so weiter. Ich hatte jetzt ja vor 2 Wochen jemanden, der mir einen Wunsch reingepostet hat, wo ich leider nicht helfen konnte. Ich hatte die Dame angeschrieben und leider habe ich eine Absage bekommen. Ich darf es nicht reacten. Und ich soll auch bitte tun, ich nicht über dieses Lied sprechen. Und deswegen werde ich das lassen. Ich finde es schade, dass solche Kollegen auf YouTube gibt oder auch überhaupt Content Creator, die so agieren, aber ist in Ordnung, ich werde mir sowas merken. Und wenn ihr gerade dabei seid, könnt ihr das gleiche machen, was ich jetzt gerade tue. Ihr könnt auf dann in der Info ist dann das Originalvideo verlinkt natürlich und da könnt ihr drauf gehen, klickt auf das Like, habt ihr ja gerade gesehen. Ihr könnt ihr abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, bei den Kollegen von Extra 3. Die freuen sich auch darüber. Und ja, das war es in diesem Falle für diese Woche mit dem realen Irrsinn. Mir bleibt nur zu sagen, wir sehen uns wieder garantiert. Bis dahin sagt euch tschüss, eure Josie.